Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kartenlesen. Genauer gesagt, Wanderkartenlesen. Und während ich mir vorkomme, als wäre ich 80 Jahre alt, hole ich jetzt erstmal eine Landkarte und wir schauen uns das im Detail an. Willkommen beim Bergsteigen-Grundlagenkurs. Wir schauen uns das zuerst erstmal aus der Perspektive einer Freitag- und Bärtkarte an. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Karte einer anderen Firma machen. Vom Prinzip her funktionieren sie alle gleich. Und zuallererst schauen wir uns den Maßstab an. Der Maßstab beschreibt, wie viel wir auf der Karte selbst von der Region, die sie betrifft, tatsächlich sehen können. Das bedeutet, dass wir bei einem Maßstab von 1 zu 50.000 1 cm auf der Karte 50.000 cm in der Realität entspricht. Karten werden ja logischerweise deutlich verkleinert, um möglichst viel darstellen zu können. Die üblichen Wanderkarten sind 1 zu 25.000 oder für größere Umrisse 1 zu 50.000. Dazu sagen muss man, dass 1 zu 50.000 Karten deutlich undetaillierter sind als 1 zu 25.000 Karten. Logischerweise, ich bringe ja auf dieselbe Fläche deutlich mehr Informationen, ich habe ja deutlich mehr Platz für auf der gleichen Kartenfläche. So. Aber was bedeutet das jetzt genau in der Praxis? Dafür machen wir die Karte erstmal auf. Also wenn man das jetzt hier mal zumindest auf die Hälfte aufmacht, dann sieht man hier unten links nochmal eine kleine Ansicht mit dem Maßstab, was das dann jetzt in der Realität in der Karte bedeutet. Das sind hier, wäre das jetzt ein halber Kilometer, so ein kleiner Strich. Wenn man das an der Karte anlegt, kann man damit dementsprechend nachvollziehen, wie weit eine Strecke ist. Wenn wir uns hier den Kartenrand anschauen, dann sehen wir hier einerseits Zahlen und Buchstaben. Die Zahlen orientieren sich von Norden nach Süden und die Buchstaben von Westen nach Osten. Zur Ausrichtung einer Karte, dazu komme ich gleich. Was bedeuten diese Buchstaben und Zahlen? Wenn ihr an die Kanten, also hier 212, 210 und so weiter schaut, dann seht ihr, dass hier Striche weggehen. Und genau das gleiche ist auch in der West-Ost-Richtung der Fall. Und so bilden sie ganz viele kleine Quadrate, sogenannte Planquadrate. Das kennt man eigentlich nur von Verkehrskontrollen, aber in Karten ebenso relevant. Diese geben im Prinzip nichts an auf der Karte, sie dienen aber der leichteren Orientierung im Kartenmaterial. Das bedeutet, wenn ich irgendwo eine Beschreibung habe, dass zum Beispiel der Brunnerkogel in B18 ist, dann finde ich den deutlich leichter, als wenn ich sage, der Brunnerkogel ist irgendwo in der Glocknergruppe oder vielleicht auch in der Granatspitzgruppe, weiß ich nicht so genau und so. Also da dann sich zurechtzufinden, ist absolut unmöglich. Wenn ich Karten mir anschaue für künftige Touren, dann orientiere ich mich ausschließlich nach diesen Planquadraten. Damit komme ich am schnellsten zurecht. Außerdem findet ihr in Beschreibungen von diversen Kartenanbietern dann dementsprechende Beschriftungen für diverse Gipfel oder Points of Interest. Dass eine Karte nicht schwarz-weiß ist, sondern bunt, das hat einen riesengroßen Grund und bringt uns viele Vorteile. Wir können relativ leicht und schon von zu Hause abschätzen, wie schaut das Gelände jetzt ungefähr dort aus. Haben wir zum Beispiel blaue Flecken, dann heißt das, wir treffen da auf Wasser. Haben wir so weißlich, hellblaue, weißliche Flecken, dann sind das Gletscher. Grauschattierungen sind Fels bzw. Geröll. Also alles, wo nichts mehr wächst sozusagen. Grün sind Vegetation und Wälder und so weiter. Damit können wir relativ leicht abschätzen, ob wir zum Beispiel in manchen Gebieten mehr einem Unwetter ausgesetzt werden oder weniger. Und das schon von zu Hause aus. Wenn wir wissen, da gibt es dann irgendwo einen Wald, dann sind wir da regengeschützter zum Beispiel oder auch windgeschützter. Wir können uns überlegen, wo wir vielleicht eventuelle Lager aufschlagen. Das ist im Fels dann nicht so intelligent wie zum Beispiel in einem Wald oder ähnliches. Man kann daraus relativ viel Informationen mitnehmen. Wir können aus einer Wanderkarte aber auch für uns die Wegbeschaffenheit bzw. die Wegart feststellen. Die sind einerseits in der Legende hier auch nochmal drinnen vermerkt, welche Farben und welche Punkte oder Strichlierungen dann tatsächlich für welchen Weg stehen. Aber im Grundsatz ist es immer das Gleiche eigentlich. Wir haben zum Beispiel einen
punktierten Weg hier auf den Gletscher des Kitzsteinhorn. Das bedeutet, das ist ein Steig. Das bedeutet, nicht befestigt, keine gute Wegbeschaffenheit. Es ist einfach ein ganz normaler Bergweg sozusagen. Das sind schwarze oder rote Bergwege in der Regel. Die sind dann punktiert. Dann gibt es strichliert. Die strichlierten Wege, das sind leichtere Bergwege, meistens blaue oder vielleicht auch rote Bergwege. Und dann gibt es eben noch die durchgezogenen Linien, das sind leicht begehbare Spazier- oder Wanderwege, die sind für uns in der Regel nicht so interessant. Alles andere, so schwarze Linien zum Beispiel oder auch die gelben Linien, das sind dann oftmals Straßen oder Bundesstraßen, Hauptstraßen, Autobahnen etc., das ist für uns jetzt nicht so interessant. Vor allem eben die roten Linien zum Beispiel in den Freitag- und Bernkarten, die sind für uns spannend, das sind eben die Bergwege. Wenn wir jetzt ganz genau hinschauen, dann sehen wir hier sehr, sehr viele Linien, die manchmal ziemlich parallel zueinander verlaufen, aber manchmal auch sehr unruhig und voneinander abdriften. Das sind die sogenannten Höhenlinien oder Höhenschichtlinien. Wenn bestimmte Linien voneinander eine bestimmte Distanz haben, dann spricht man hier von der Äquidistanz. Und das sind, je nachdem, welchen Maßstab die Karte verfolgt, entweder in 100er Schritten oder in manchmal sogar in 50er Schritten, 10er Schritten. Es gibt da super detaillierte Karten, zum Beispiel wenn man sich Online-Karten anschaut, dann findet man da meistens wirklich in 10er Schritten oder in 25er Schritten. In diesem Fall sind es 100er Schritte. Das heißt, von einer Linie zur nächsten sind es 100 Höhenmeter. Bestimmte Linien sind dann nochmal etwas dicker markiert. Das sind dann meistens die 1000er oder die 500er fixen Linien. Das heißt, wenn ich 2500 überschreiten würde, dann komme ich bei einer dicken Linie an. Genau das gleiche bei 3000 zum Beispiel auch. Was die meisten 50.000er Karten, also die meisten Maßstab 1 zu 50.000 Karten, leider nicht haben, ist eine detaillierte Beschriftung der einzelnen Höhenlinien. Bei 1 zu 25.000 kriegt ihr das schon eher. Und das ist insofern relevant, weil ich dann relativ schnell eine Orientierung habe, wenn ich mal meine Höhe ermittelt habe. Dann suche ich quasi nur noch einen Weg, auf dem ich gerade stehe und kann relativ gut nachvollziehen, auf welchem Weg oder auf welchem Berg oder in was für einer Gegend ich gerade bin, wie weit es noch ungefähr ist. Das ist dann relevant, wenn ich mich mit der Karte orientieren möchte und herausfinden möchte, wo ich bin. Bei den 50.000er Karten ist das eben nicht der Fall. Es funktioniert aber trotzdem, indem man sich einzelne, ich sage jetzt mal Point of Interest bzw. einzelne Gipfel anschaut und dann sich eben anschaut, welche Höhenlinien, vor allen Dingen welche dicken Höhenlinien in der Nähe liegen. Das hier zum Beispiel wäre eine auf 1953, das bedeutet, die nächste dicke schwarze Höhenlinie muss 2000 Meter sein. Wenn ich jetzt auf diesem Weg hier stehe, dann kann ich mir damit, wenn ich diesen Point of Interest kenne, relativ gut ausmachen, wo ich gerade bin und wie weit ich es zum Beispiel noch irgendwohin habe. Wie gesagt, mit 1 zu 25.000 würde das etwas besser funktionieren, weil da die Höhenlinien, zumindest die ganzzahligen Höhenlinien, also zumindest die großen Zahlen, 2000, 3000, 1000, immer eine entsprechende Markierung haben. Jetzt ist es aber etwas wenig, wenn ich nur weiß, wo ich bin, beziehungsweise wenn ich nur weiß, wie ich eine Karte lesen kann, aber wenn ich nicht weiß, wie weit ich zum Beispiel noch habe. Wenn die Uhrzeit sagt, naja, okay, ich sollte vielleicht bald umdrehen und ich kann nicht einschätzen, wie lange ich eigentlich noch auf den Gipfel brauchen würde, dann kann ich mich mit der Karte nicht nur orientieren, sondern ich kann mit der Karte auch schauen, wie lang oder zumindest wie weit ich noch habe. Das machen wir aus einer Mischung aus dem Auszählen der einzelnen Höhenlinien, also abzuzählen, wie viele Höhenlinien quasi noch zwischen meinem Ziel und mir liegen und andererseits aber auch mit der Distanzmessung. Und die Distanzmessung funktioniert bei Karten relativ einfach, wenn auch nicht so einfach wie jetzt mit einem GPS-Gerät zum Beispiel. Wir schauen uns einfach einen Weg an, den wir gehen möchten und diesen Weg, sagen wir jetzt zum Beispiel von Kals hier die Straße rauf bis zum Lucknerhaus und dann den Weg rauf zur Stüdelhütte bzw. dann auf den Großglockner. Dann kann ich mir eine Linie sozusagen aufzeichnen bzw. wenn ich die Karte nicht beschmieren möchte, mit einem Faden das anlegen. Und dann muss ich lediglich den Faden, also die Distanz des Fadens, abmessen. Und dann kann ich sie sozusagen die Zentimeter wieder in den Maßstab umrechnen und kann mir relativ exakt bei einer 25.000er Karte, natürlich viel genauer als bei einer 50.000er Karte, ausmachen, wie lang oder wie weit ist es noch bis zu meinem Ziel. Da muss ich aber relativ exakt an dem Weg anlegen, weil sonst kommt es natürlich zu Verfälschungen.
Bei einer 25.000er Karte geht das genauer. Warum? Weil die 50.000er Karten aufgrund ihrer Verkleinerung relativ viel reinbringen wollen, relativ viel Information. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sie wenig Details einzeichnen können, wenn zum Beispiel auf einer Fläche von 100 Quadratmetern sich ein Weg viel ändern würde. Dann wird der einfach gerade durchgezogen. Nachdem ich aber viele Serpentinen vielleicht in diesem Bereich habe, zählen die dann alle nicht mit, wenn ich sie mit meinem Faden abmessen möchte. Das ist bei den 25.000er Karten etwas besser. Das heißt, hier ist ein gerader Strich, obwohl es vielleicht ein andauerndes Zickzack wäre. Das ist wichtig, dass man das beachtet. Man sollte bei 50.000er Karten darauf achten, wenn es wirklich, wirklich steil ist, das Gelände. Also hier zum Beispiel in der Glocknerwand, da ist es verdammt steil teilweise. Da sollte man darauf achten, dass man das dementsprechend einkalkuliert und dass vielleicht der gerade Weg rauf nicht unbedingt der Weg ist, wie er dann in der Realität auch ausschaut. Orientierung auf einer Wanderkarte ist relativ leicht, wenn man ein bisschen Übung hat. Das ist sowieso ein wichtiges Stichwort. Ihr solltet mit Karten, wenn ihr das Kartenmaterial tatsächlich verwendet, auch immer wieder regelmäßig auf Touren, die es vielleicht nicht unbedingt notwendig haben, üben. Angenommen, wir stehen hier am Johannesberg und wir möchten wissen, was für ein Gipfel hier eigentlich steht, wenn wir nach Süden schauen, Süd-Südost. Das wäre ja hier jetzt der Großglockner, aber wir wissen das jetzt angenommen nicht und wir sagen, wir stehen auf dem Johannesberg und ja, wie machen wir das jetzt? Also wir haben ja einen Rundumblick, einen wunderschönen und können überhaupt nicht sagen, wo was ist. Zuerst müssen wir mal ermitteln, wo auf der Karte Norden ist. Auf der Karte ist Norden immer da, wo die Schrift hin zeigt, beziehungsweise so wie man die Karte lesen kann, so ist normalerweise auch Norden. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen beim Kartenmaterial, aber wirklich nur ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Da gibt es dann entweder oben links oder oben rechts in der Karte einen Kompass, der das dann dementsprechend anzeigt. Aber normalerweise, so wie die Karte lesbar ist, ist sie genordet. Sie zeigt auch immer nach Norden. Das ist zumindest der Regelfall bei den Freitag und Bernd, bei den Kompasskarten und so weiter. Aber jetzt wissen wir zwar, wo Norden ist, aber wir wissen ja immer noch nicht, wo wir hinschauen. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir schauen einmal auf die Uhr und dann schauen wir, wo die Sonne steht. Das ist besonders praktisch, wenn es wolkenlos ist. Und wenn die Sonne im Süden steht, also wenn es 12 Uhr oder 1 nachmittags ist, dann steht die Sonne ja hier. Und dann wissen wir, dass hier Süden sein muss. Und wir wissen, dass die Karte genordet ist. Das bedeutet, wenn wir nach Süden schauen, schauen wir in die gegenteilige Richtung von der genordeten Karte. Ergo, wir schauen nach Süden. Und wenn wir nach Süden schauen, sehen wir vor uns also den Großglockner. Und übrigens, das ganze Spiel funktioniert auch mit Ost und West. Das bedeutet, wenn die Sonne aufgeht, dann ist sie im Osten. Dann wissen wir auch, dass hier Westen ist. Und dann ist logischerweise 90 Grad nach rechts gedreht vom Sonnenaufgang Süden. Also wir können uns dann sozusagen, egal zu welcher Uhrzeit immer, mit 90 Grad Winkeln ausrechnen, wo, in welche Richtung wir gerade schauen. Übrigens zum Schluss noch ein kleiner Gag-Hinweis, mehr oder weniger, ist aber trotzdem gar nicht so unpraktisch zu wissen. Wenn ihr gerne Trackings in abgelegeneren Orten auf der Welt und abseits der Alpen machen wollt, zum Beispiel in Südafrika oder in den Anden, in Patagonien und so weiter, dann dürft ihr nicht nach Süden schauen, wenn ihr die Sonne sucht, denn ihr seid in der südlichen Hemisphäre und müsst dementsprechend die Sonne im Norden suchen. Zum Mittag steht die Sonne nämlich da im Norden. Das hängt mit den Wendekreisen bzw. mit dem Äquator, also mit der Erdachse zusammen, aber das ist jetzt zu viel des Guten an dieser Stelle. Aber ganz wichtig, im Süden findet ihr in der südlichen Hemisphäre der Welt gar nichts. Ob ihr jetzt so eine Karte verwendet, eine Freitag und Bernd 50.000er Karte, oder ob ihr vielleicht Kompasskarten verwendet wolltet, klassische Kompasskarten, die haben jetzt einen schlechten Maßstab, aber grundsätzlich gibt es die Kompasskarten natürlich auch in brauchbarer Version, oder ob ihr sagt, ihr wollt lieber die Annapurna-Karte haben, oder vielleicht doch lieber eine Karte vom Mahdi Himal-Track oder doch vom Everest. Das bleibt euch vollkommen überlassen. Die Karten funktionieren in der Regel immer gleich und sofern Karten nicht immer gleich funktionieren, gibt es entsprechende Anleitungen in der Legende. Die Legende sagt euch nämlich,
am besten, was es bei der Karte Spezielles zu beachten gibt. Die Sachen, die ich euch aber jetzt erklärt habe, die gelten in der Regel für alle heimischen Karten. Das bedeutet, egal ob Meierhofen oder Hochschwab oder Ötztal oder sonst irgendwo, es ist vollkommen egal, diese Regeln gelten im Prinzip immer. Jetzt bleibt natürlich noch eine große Frage offen. Warum soll ich denn bitte eine Karte mit mir herumschleppen? Wer nach 2005 mit dem Bergsteigen angefangen hat, wird sich dank GPS-Geräten und später auch dem Smartphone genau diese Frage zurechtstellen. Die Antwort ist genauso einleuchtend wie auch unhilfreich. Jeder weiß, dass das GPS-Signal, aber auch der Datenempfang in den Bergen sehr schwanken kann. Vor allem letzteres fällt im Hochgebirge gern mal aus. Wenn man aber weder mobile Daten noch GPS hat, kann man das Smartphone eigentlich auch gleich ganz vergessen. Denn genau davon hängt das Teil zu 100% ab. Ohne mobile Daten lädt keine Karte mehr und ohne GPS, GLONASS oder Galileo-Empfang gibt es auch keine Ortung. Jo, was jetzt? Genau jetzt holen wir die gute alte Papierkarte raus und erfreuen uns der Tatsache, dass wir der einzige Mensch in der Gruppe sind, der noch Plan von irgendwas hat. Nice. Aber ehrlicherweise ist Offline-Kartenmaterial heute auch schon sehr üblich, auch auf Smartphones. Soll heißen, dass selbst das Mitnehmen eines GPS-Geräts heute nur noch bedingt notwendig ist. Jetzt ist es aber leider so, dass man Karte, Kompass und auch GPS-Geräte in 99% der Fälle nicht brauchen wird. Entweder weil man gut unterwegs ist oder man hat Empfang und orientiert sich am Smartphone. Es geht aber letztlich um die 1% der Touren, bei denen alles schief läuft. Der Smartphone-Akku gibt auf, weil es plötzlich zu kalt ist und plötzlich sind die Schilder und Markierungen weg. Doch da liegt eigentlich der Hund begraben. Die Tatsache, dass es so unwahrscheinlich ist, dass eine solche Situation vorkommt, lässt am Sinn hinter der Kartenkunde und der Orientierung in der Wildnis zweifeln. Aber man kann diese Fähigkeiten und Skills auch in eine etwas andere Perspektive bringen. Wenn du für dein Haus oder deine Wohnung eine Haushaltsversicherung abschließt, dann bezahlst du regelmäßig Geld für die unglaublich unwahrscheinliche Situation, dass dein kompletter Hausrat in Arsch geht. Zu 99% wird dieses Geld keinen Nutzen finden, aber die Tatsache, dass du weißt, dass deine Hütte gut versichert ist, lässt dich doch etwas beruhigter schlafen. Vielleicht nicht die allerbeste Metapher, zugegeben, aber ich glaube, der Punkt ist ganz klar. Wenn dir dieser Grundlagenkurs gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Abo am Kanal. Damit unterstützt du uns in unserer Arbeit sehr. Vergiss auch nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, wenn du auf Kartenlesen stehst. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.